Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag hier auf dem unbekannten Planet, wovon ich den Namen immer noch nicht weiß, zu einer weiteren Folge Satisfactory. Und ja, es geht weiter da, wo wir aufgehört haben. Wir brauchen ja Fortschritt. Ich sehe gerade, ich habe aus Versehen irgendwas gebaut oder irgendwas gemacht oder... Auf jeden Fall habe ich nicht mehr genug von den Sachen in der Tasche, die wir uns letztes Mal in die Tasche gepackt haben. Genau. Ja, die Sonne scheint. Den tollen Tag wollen wir doch auch nutzen, denke ich mal. Und ja, genau. Wir brauchen Öl. Das war irgendwie in die Richtung da. Bin ich der Meinung. Gucken wir mal, warten wir mal. Ich glaube, es ist aber sinnvoll, wenn wir direkt zur Stahlbasis reisen. Ja, genau. Ich glaube, das war ganz gut. Okay, dann... ja, würde ich sagen, gehen wir direkt am Lager einmal vorbei. Und packen uns die Sachen ein. Im Hintergrund schnurrt der LKW. Tak, 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 tak. Und hier hoch und dann hier durch. So, Rotoren. Ein paar bitte. Noch mehr paar. Dann die weg. Wie viele haben wir? Ja, und Motoren jetzt. Hallo? Oh. Guck mal, ein paar haben wir schon. Dann können wir die mitnehmen. Die 100 Stück haben wir auch schon, um zu spenden. Das lassen wir aber erstmal. Ja, dann haben wir jetzt alles. Dann würde ich sagen, die heißt noch Docking Station. Die nicht. Die beiden heißen noch Docking Station. Nee, nur die eine. Nee, da ist noch eine, ne? Okay, wir müssen da eh hin. Dann benennen wir die noch um und vergeben noch schöne Namen. Ja, dann würde ich sagen, los geht die Reise, ne? Auf dem Weg zum Öl. Ja. Auto gibt's nicht, ne? Sehe ich jetzt schon. Kein Auto. Da hinten kommt der LKW. Egal, wir sprinten da kurz rüber. Ich spule das Ganze mal eben vor. So, ganz, ganz schnell. Sieht immer lustig aus, ne? Flup, flup, flup. Genau, die hieß Docking Station, ne? Ja, das ist hier die Betonage. Beton. Ja, Beton. Das reicht. Raus. So, danke. So, die heißt Stahltransport. Das ist superbar. Superbar. Wunderbar. Superbar. Das ist die Sub, das ist Superbar. Was wollte ich? Achso, ja, wir brauchen Öl, genau. Öli. So, Öli-Möli. Wo geht denn die Reise für uns hin? Rohöl-Scan eingeleitet. Aha, guck mal, das ist nur noch ein paar Meter weg. Das ist doch wunderbar. Dann gehen wir mal hier hin. Also hier ist ja ordentlich was los. Es wird hier ein ganzer Industriepark. Wobei, hier könnten wir auch mal anfangen, hier so eine Straßensperre hinzubauen. So auf der Höhe hier. Genau. Ziehen wir schon mal einmal. Wo sind wir hier? Genau. Und das hier so ein bisschen Geländer. Hallo? Suppen bitte, suppen. Willst du nicht suppen, muss ich hupen. Oh,
Das ist ineinander geglitscht. Zwei Stück in einen brauchen wir nicht. Genau. Das ist halt Straßenbereich, ne? Okidoki. Ja. Wo ist das? Da hinten, ne? Nochmal gucken. Oha, Alter. Was ist denn hier los? Da hinten? Mein Gott. Hier ist aber viel Öl. Nochmal scannen. Das scannen wir nochmal. Zeigt er jetzt nicht mehr. Ah, die zeigt er jetzt nicht mehr. Ah, jetzt. Ich schicke nochmal ein paar hinterher, weil dann wird das länger angezeigt. Hier sind 1, 2, 3, weiß ich nicht, 4, 5, 6. 6 Quellen? Ich springe mal hier ins Wasser. Hui! Boah, schnell nach oben. Käfer-Action! Oh, jetzt muss der wieder speichern, genau. Machen wir den mal weg hier, die Käfer. Klopp, weg! Weg, 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 weg! Weg! Weg, weg, weg! Meine Güte! Verrückt. Ja, das ist Öl hier, ne? Unrein. Okay. Nee. Da hinten war auch noch eine, ne? Ah, da brauchen wir aber viele. Raffi. Was ist denn hier los? Wohnt ihr hier alle? Wohnt ihr hier alle? Ja. Da kriege ich Gänsehaut. Ich mag euch nicht. Ihr sieht so kribbelig aus. So blablabla. Ach, Gummi. Siehst du? Bläh, da sind die wieder aufgeplatzt. Ich krieg Gänsehaut, ne? Da kribbelt's mir an der Arme und an der Beine, wenn ich die sehe. Aber nicht so, dass ich diesen komischen Modus anmachen muss mit der Cutscenes. Okay, also hier ist eine Ölquelle, die ist aber unrein. Ich will jetzt erstmal abchecken, was wir hier so haben. Wo das genau alles ist. Das ist hier so vergraben, so ein bisschen, ne? Hier, das ist glaube ich auch Öl. Rein. Dann ist hier nochmal Öl rein. Was ist denn das hier für eine Höhle, ey? Nee, nicht suchen. Licht. Aha. Okay. Schönes Ding. Aber ich brauche auch mal andere Musik. Ach, oh, hier ist Dauerschleife angelegt. Lied nicht mehr wiederholen. Ja, genau. Ja, lassen wir mal laufen. Bis ich Probleme kriege. hier ist eine große Spinne. Hat sich hier versteckt. Die mag ich überhaupt nicht. Die ist ja... guckt euch das an, ey. Junge, ey. Ein Peeling wird dir gut tun. Ja, ist ja gut. Reines Öl, ey, das ist wunderbar. Hier haben wir zwei reine Ölquellen nebeneinander. Okidoki, die zapfen wir an. Dann basteln wir hier jetzt eine Raffinerie rauf. Ah, ne, ach, ich hab die Scheiße gar nicht, die Ölpumpe gar nicht mit reingemacht. Ich hab nur die Raffinerien. Wie dumm ist das denn jetzt? Warte mal, können wir das trotzdem bauen? Eine, zwei, nicht genug Motoren. Ich glaub das nicht. Ach. Das ist ja gemein. Das ist echt, dumm. Oder so. Guck mal. Ich guck mal hier rein. In das Bänklein. Was haben wir denn hier? Motoren können wir herstellen aus Statoren. Und können wir Statoren vielleicht herstellen einfach? Haben wir da vielleicht Glück? Ich sehe die nicht. Die können wir nicht herstellen, ne? Da. Oh ja, ich kann 185 Stück herstellen. Unglaublich. Okay, dann machen wir jetzt hier kurz,
die Motoren ready. Das sind 10 Stück, die wir brauchen. Ja, das tut mir jetzt leid, ne? Da habe ich ja echt gar nicht drauf geachtet. Also auch gar nicht dran gedacht. Voll daneben. Naja. Ah, es sind schon 5, ne? Also so lange dauert das jetzt nicht. Ich sehe gerade, ich habe noch eine Festplatte in der Tasche. Wann habe ich die denn eingesammelt? Ah, bestimmt offscreen. Ich war immer offscreen unterwegs. Bin durch die Botanik gestapft. Genau. Ich versinke in Gedanken. Mann, das dauert aber auch lang. Ach, wir haben schon 11 Stück. 11, Schluss, vorbei. Bitte umwandeln. Oh, das dauert ein bisschen länger, ne? Da muss er ein bisschen öfter kloppen. 12 Mal für einmal. Also 12 Mal mit dem Hammer auf den Rotor und den Stator hauen. Und dann wird ein Motor draus. Wenn das so einfach wäre, ne? Das wäre super, ey. Ich würde den ganzen Tag überall nur 12 Mal raufhauen. Junge, hau rein. Wir haben doch keine Zeit. Ja, stimmt auch nicht, ne? Eigentlich müsste man sagen, ganz ruhig, wir haben doch viel Zeit. Oh yeah, ist fertig. Okay, weg mit der Bank. Jetzt haben wir auch alles, ne? Oder? Ja. So mal. Ja, die muss irgendwie hier. Also die kommen ja noch da gucken. Junge. Oder wie sollen die gucken? So. Wie sollst du gucken? Wie willst du gucken? Ja, du guckst jetzt so. Ich hoffe, das ist kein Problem. Und er ist das Problem, ne? Ja, und den lassen wir so gucken, ne? Warte mal. Ist das so konform? Ja, ne? Ist ganz gut, ne? Ja, dann machen wir uns es hier auch ganz einfach und setzen genau hier zwischen den beiden einfach einen Strommast, schließen den hier an. So, dann ist das schon mal geregelt. Dann haben die direkt Strom. Nein, Spaß. Natürlich nicht direkt Strom, aber wir können jetzt hier zum Beispiel, weil da ist ja dieses... Ist der hier vielleicht dichter? Warte mal. Ich will vielleicht an den großen Strommast anschließen. Ah, guck mal hier. Siehst du? Dann können wir hier... Och, ehrlich. Da ist ein Hundi. Ah, da ist noch eine Ölquelle, ne? Dann können wir die uns einmal auch kurz angucken, was das ist. Eine normale. Das ist auch... Also hier ist gut Öl, ne? Das finde ich echt wunderbar. Ich glaube, ich habe noch Licht an, ne? Ja. Komme ich da jetzt hier ran? Nee, ne? Oh, das kann doch nicht sein. Warte mal, da gibt's doch so ein Tricky, oder nicht? Wie war das nochmal? Man muss erst so ein Ding dahin bauen. Nehmen wir hier mit Plattform. Und, der kann ja hier irgendwo stehen, so in der Botanik, wie das halt so ist. Aber der steht ja gar nicht. Der richtet sich nicht aus, ne? Also der kriegt keine Stelzen, ne? Okay, warte mal. Das möchte ich schon so ein bisschen ordentlich irgendwie platzieren. Aber was ist denn hier los? Aha. Das sind dann halt so eine... Das ist nochmal so eine Riesenspinne. Also weißt du Bescheid, ne? Geht's hier in eine Höhle? Oder was ist hier los? Nee. Das sind auf jeden Fall so eine Story-Bereiche, denke ich. Also irgendwie... Ich habe so das Gefühl, dass wir auf jeden Fall storymäßig diese Dinge hier und diese anderen immer sammeln müssen. Und die geben wir wahrscheinlich auch ab. Da, ich weiß nicht, vielleicht kriegt man dann irgendwas Besonderes oder sowas. Ich bin mal auch gespannt, was dieses Sam-Erz, dieses, also übersetzt Strange Alien Metal,
komisches Alien-Material, Metall meine ich. Wo stellen wir den jetzt hin? Warum habe ich immer Licht an? Ich verstehe es nicht. Hier? Ja, ne? Das ist, glaube ich, ganz gut. Hier, wenn wir den hier hinstellen. Ich will, dass der gerade ausgerichtet ist zu denen. Das ist so, ne? Kann ich den da... Der hat aber auch... Der ist riesig, aber hat kaum Reichweite, finde ich. So, der müsste sich doch jetzt da oben rauf platzieren können, so. Aber ich glaube, das ist richtig. Also so ist der richtig gedreht. Und wenn wir den jetzt hier so... Ich stelle den mal... Ja, ich stelle den mal hier ab, um das mal anzugucken. Ich möchte, dass er so wenigstens so mäßig auf überall drauf steht. Oh, die Nase. Ja, ne? Ich glaube, so ist ganz entspannt. Steht er dann auch ganz cool so da zu diesem ganzen Kram da hinten? Ja, das ist, glaube ich, entspannt so. Und jetzt können wir daran... Hm, der hat gespeichert. Und jetzt kann man auch daran... Ach, ist das schön. Gut, dass sie diese Dinger eingeführt haben. So, und jetzt nehmen wir einfach von den normalen. Und jetzt gehen wir direkt daran. Ah, es ist zu lang. Geht eh nicht. Also von daher... Dann ziehen wir den einmal hier hin. Und von da... Einmal nach da. So, jetzt haben die auf jeden Fall schon mal Strom und pumpen schon Öl. Also das war ja jetzt easy, ne? Wir haben wir Öl, da brauchten wir gar nicht so weit weg. Er lebt hier auf jeden Fall in seiner Höhle. Den lassen wir hier auch leben. Wobei, das gefällt mir nicht. Das ist mir zu niedrig irgendwie. Das sieht zu komisch aus. Das mag ich nicht. Warte mal. Warte mal. So, dann hier ran und dann an den ran und das machen wir weg und ich glaube, das ist ein bisschen besser. Oder ich mache das sogar noch anderasser. Ich mache das noch anderasser. Und zwar stellen wir den hier hin. Damit er uns nicht so im Weg steht hier. Und... nee, das ist auch doof. Warte mal. Jetzt steht der mir hier so im Weg. Er zappelt da rum im Hintergrund. Ist alles gut. Machen wir den nochmal weg. Und so... Ist das schöner? Ist da eine Schnecke an der Decke? Und da ist auch eine, und da ist auch eine. Ich habe mal so eine Höhle gefunden, die kennt man bestimmt auch, der ein oder andere, der Satisfactory spielt, der kennt die bestimmt auch, die Höhle. Das ist da hinten irgendwo an den grünen Wiesen. Da ist es so, dass da irgendwo so eine Höhle ist, wo man ganz, ganz viele Schnecken auf einmal findet. So, ich weiß nicht, so, ich glaube, 6, 7 oder 8 Stück. Ich möchte gerade, wo ich das hier sehe, hier einen Pfeiler hinbauen. Ich weiß nicht, warum, Leute, aber das möchte ich jetzt gerade. Und dafür ziehe ich mir die hier einmal auf den Boden, damit wir wissen, welche im Boden ist und welche nicht. Ist die jetzt im Boden oder ist darunter noch eine? Aber die guckt, glaube ich, nicht raus, ne? Dann nehmen wir die... Reißen den ganzen Schmadaladakuk. Schmadaladat. Einmal Rambazap. Rambazap. Hä, nee, das, die kann auch weg. So, und dann setzen wir hier einen fetten, eine große, fette Säulenstütze drauf. Und da machen wir eine, ist sie, ja, genau. Eine, ich weiß nicht, guckt die jetzt oben raus? Das ist so eine Frage. Das sieht man erst nachher, ne? Oder warte mal, das können wir auch so gucken. Ja, die guckt oben raus. Okay, dann müssen wir...
Nee, ich möchte nur eine bauen. So. Ja, da haben wir wenigstens mal hier so eine Schlitze, ne? Ich weiß nicht warum. Es ist einfach irgendwie so schön. Ah, zurück zum Thema. Also, Ölmüll. Ölimöli. Ja, genau. Also, irgendwie ist das komisch. Irgendwie gefällt mir das hier mit dem Strom nicht. Können wir das irgendwie anders regeln? Warte mal, ich baue mal hier einen hin. Das mache ich nochmal weg. Den mache ich auch nochmal weg. Dann alles anschließen. Und dann direkt... Ja, ja, ja. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Hm, so finde ich das viel besser. Und was auch ganz cool ist, wenn wir hier dann mal arbeiten sollten. Wer weiß, was hier noch an Pumpen hin muss. Und außerdem haben wir noch gar keine Rohre gelegt. Und außerdem geht hier noch gar nichts, ne? Also davon machen wir, können wir hier... Nein! Warum hat das sich nicht festgehalten? Kannst du bitte einmal... Ich möchte nicht so... Ja, geht doch. Dann haben wir hier immer so einen kleinen Fahrstuhl. Geht sogar einen Ticken schneller. Man kann jetzt so ein bisschen schneller reisen. Und dann können wir uns auch die Säule da angucken. Ui Gott. Ui Gott. So. Ja, da ist auch... Ach, das ist ja die Ölquelle, die ich mir gerade angeguckt habe. Hier ist jetzt... Was ist das denn? Habt ihr das Rumsen gehört? Sind die das? Ach, da. Ach, guck mal. Er kriegt Schaden. Stirbt er denn auch? Nee, aber er konnte springen. Springt er jetzt da runter? Verrückt. Okay, ich wollte hier mal kurz ein Gerüst hinbauen. Manchmal habe ich so eine Attacken, wenn ich dann irgendwo rumlaufe und das dann so sehe, dann muss ich das einfach umbauen schnell. Und hier ist ja Straße. Na, jawohl, so. So. Der LKW ist vorbeigefahren schon, ne? Der muss mich ja nicht dauern, um überfahren. So, ein bisschen Abgrenzung. Okidoki. Dann wollen wir wieder zurück. Die Sache ist ja... Der ganze... Okay, warte mal. Das Ganze ist ja hier sogar. Und wir wollen ja auch eigentlich uns da mal auch hinbewegen. Ne, ist ja klar. Ist ja ein Bereich, den wir erschlossen haben, sag ich mal. Weiß ich jetzt nicht, ob wir da runterkommen. Wenn wir jetzt Zweierrampen nehmen, wird das, glaube ich, nichts. Das bringt ja gar nichts, ne? Man geht da gar nicht ab, wär's richtig. Warte mal, ich muss mir das mal genau überlegen. Ich überlege gerade. Also wir sind ja hier schon jetzt so gesehen da, genau. Könnte man nicht hier... Oder machen wir das ganz anders? Nee, wir brauchen ja wahrscheinlich auch noch ein... Ja, wobei der Abtransport... Oh, Hilfe! Wobei der Abtransport... Die Rohre werden ja irgendwie von hier kommen. Die werden dann hier runterlaufen. Und vielleicht müssen wir dann die hier auch hochpumpen. Ja, wobei... Ich will ja eigentlich hier vor Ort eine Fabrik errichten, ne? Es ist aber ganz schön... Ja, warte mal. Ich habe eine ganz andere Idee. Wenn ich vor Ort eine Fabrik errichten möchte, dann würde ich auch sagen, dass wir hier vor Ort die Fläche hier oben anschließen, der Fabrik. Und die nach hier geht. So, ich hoffe, dass wir hier auf diese Höhe kommen.
Also auf jeden Fall höher als der Strommast müssen wir, ja. Ja, und wahrscheinlich auch außerhalb des Strommastes. Also zwischen diesen beiden Strommasten, aber nach dem Strommast. Also quasi hier irgendwo. Dieser Bereich über uns, den machen wir dann erstmal zu so einer Fabrikfläche für, ja, ich weiß noch gar nicht, ne? Wir müssen gucken, also wir brauchen viel, viel Platz für Öl und, also für Öl, alles was mit Öl zu tun hat, Plastik, Gummi, was weiß nicht, was man nachher noch, Polymerharz, genau, Polymerharz, das ist irgendwie so ein Nebenprodukt und, genau, das muss man ja auch alles irgendwo hinbringen oder schreddern oder, genau, wir müssen uns ja auch überlegen noch, wie wir den Kram hierher, von hier wegbringen, also ich würde natürlich sagen mit einem LKW, wobei wir könnten auch alles von hier aus mit einem Laufband darüber bringen. Das ist ja nicht so weit weg, ist ja eine ganz normale Strecke. Und das dann zu den anderen LKW-Stationen bringen. Aber das wird ja dann eine riesen... Ja, und das mit an die B-Ladestation anschließen. Das wäre am schlausten, damit wir nicht noch eine weitere LKW-Station bauen müssen. Wobei, man könnte das da oben auch ein bisschen so mit den Straßensperren ein bisschen alles abgrenzen, damit man weiß, welcher LKW wo ist und so. Und dann vielleicht noch die Routen abändern. Also da hat man ja natürlich echt jetzt voll die Möglichkeiten, das noch anzupassen. Okay, also ich würde auch jetzt gar nicht so viel Spekulatius in die Welt schmeißen, sondern ich würde auch eher ein bisschen was machen. Genau. Wir haben ja hier unsere Röhre. Und ja, ich würde die jetzt erstmal hier aus der Botanik ziehen. Oh Mann, was soll das denn hier? Du kannst doch auch woanders rumstampfen. Ah, guck mal, die kämpfen. Yeah, Kampf. Oh, guck mal. Oh, Spinne! Oh, was war das denn? Habt ihr das gesehen? Ist ja verrückt. Die ist ja sonst wohin gesprungen. 5 Meter in die Luft. 10. Wo ist die denn jetzt? Die machen komische Geräusche, ne? Spuckt die jetzt noch von da oben, ne? Auf den oder so und trifft den einfach nur nicht, ne? Ah, haha. Hört sich eklig an. Kannst du mal wieder aufhören damit? Ja, wir ziehen das jetzt, glaube ich, erstmal hier alles durch die Botanik. So ein bisschen. Oder? Ich bin gerade ein bisschen unschlüssig, wie wir hier genau verfahren. Weil ich habe ja jetzt diesen Weg da oben begonnen, von dem ich jetzt gar nicht weiß, ob ich den wirklich brauche. Ja, wobei schon, ne? Ja, da bin ich jetzt gerade, also nicht sprachlos, sag ich schon, also ideenlos sowieso nicht. Wenn ich habe so viele Ideen, dass ich nur nicht weiß, wo ich anfangen soll. Ja, ich würde erstmal sagen, dass wir uns auf jeden Fall erstmal kurzweilig verabschieden. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Und setzen das Ganze jetzt auch mal um. Soweit, dass auf jeden Fall schon mal das Öl irgendwie nach oben geht, brauchen wir ja noch Pumpen. Dann machen wir uns oben eine Fläche. Und dann sehen wir mal weiter. Weil dann können wir auch mal vielleicht die Raffinerien setzen. Ich habe ja sogar, wie sehe ich gerade, 2 LKW-Stationen schon mit eingeplant. Das können wir dann wahrscheinlich auch verwerfen. Genau. Alles klar, Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wie immer, ne, wem es gefallen hat, lässt ein Like da und ich sag mal bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.